Wir brauchen den Heiligen Geist. Dieses Video wird vielleicht einer der wichtigsten Videos, die ich je gemacht habe. Wir Christen glauben an den dreieinigen Gott, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber heutzutage hört man in der Kirche nur von Vater, Sohn und Heiliger Schrift. Aber ich sage euch, wir brauchen den Heiligen Geist. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Ganz simpel, Jesus war auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Als Jesus getauft wurde, fiel der Heilige Geist auf ihn und ab dem Zeitpunkt an hat er angefangen, Wunder zu wirken, Dämonen auszutreiben. Bei der Kraft des Geistes, in der Schrift steht auch geschrieben, erfüllt vom Heiligen Geist, ging er in die Wüste und wurde versucht vom Teufel für 40 Tage lang. Erfüllt vom Heiligen Geist zog er durch die Gegend und hat Wunder getan, Dämonen ausgetrieben etc. Wenn wir nun unser Leben Jesus gegeben haben und neu geboren sind, dann lebt der Heilige Geist auch in uns. Es gibt keine Junior-Version des Heiligen Geistes. Der gleiche Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. So hat Jesus gesagt, dass es gut ist, dass er zum Vater zurückkehrt, denn deswegen kann der Tröster kommen, deswegen kann der Heilige Geist kommen und die Kraft des Heiligen Geistes kann auf uns fallen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum mache ich dieses Video? Ganz simpel, ich will euch sagen, die Geistesgaben sind für heute. Der Heilige Geist ist für heute. Er wirkt auch heute noch. Er gibt auch Eindrücke noch heute. Er schenkt sein Feuer auch heute noch, so wie er es in der Apostelgeschichte getan hat. Ich habe es erlebt. Ich habe so viel Krasses erlebt mit dem Heiligen Geist, wie er mich geleitet hat, wie er mir Eindrücke gegeben hat, wie Menschen geheilt wurden etc. Ich will euch sagen, der Heilige Geist ist für heute. Die Taufe des Geistes ist für heute. Sie ist für jedermann, der sie möchte. Aber Gott schenkt sie nicht einfach irgendjemand. Gott schenkt sie dir, wenn du hungrig danach bist. Gott schenkt sie dir, wenn du durstig danach bist. Gott gibt dir nicht einfach so die Geistesgaben. Gott will, dass du hungrig danach bist. Gott will, dass du durstig danach bist. Und die meisten sind es nicht. Denn viele zweifeln, ob sie überhaupt für heute sind. Aber ich sage euch, sie sind für heute. Sie sind für jetzt. Der Heilige Geist lebt. Der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist verdient es, geehrt zu werden. Der Heilige Geist ist eine Person. Er hat einen eigenen Willen, macht die Bibel ganz klar. So wie der Heilige Geist will, schenkt er Menschen die Geistesgaben. Und ich will euch sagen, ich habe so viel erlebt mit dem Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass einige von euch bis hierhin geguckt haben. Ich will euch sagen, der Heilige Geist hat mir um 2.45 Uhr mitten in der Nacht, als ich todkrank war, ein Bild vor meinem inneren Auge gegeben. Ich soll an die Kreuzung in meiner Stadt gehen. Ich bin dort hingegangen und ich habe nur zwei von einer Party getroffen, die ich kannte. Beide haben ihr Leben Jesus gegeben. Zwei Wochen später in meinem Bett liege ich da und der Heilige Geist sagt, geh in die Stadt, geh an dieses gewisse Café. Was mache ich? Ich gehe dorthin, ich treffe genau die zwei wieder und solche Sachen passieren mir anders. Mein Hausmeister wurde geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes und ich will jetzt noch schnell beten, bevor die 3 Minuten voll sind. Vater, ich danke dir für jeden, der das Video sieht. Und Vater, du weißt, wer durstig und hungrig nach deinem Geist ist. Und Vater, ich bitte dich, schenk deinen Geist. Schenk deinen Geist. Taufe die Person, die das guckt, in Feuer. In Jesus' Name, Amen.